Klimaaktivisten in den USA haben eine Zufahrtsstraße zu dem beliebten Musikfestival Burning Man blockiert. Mit ihrer Aktion forderten sie von der Festivalleitung ein Verbot der Nutzung von Privatjets, von Einwegplastik und die Lösung verschiedener anderer Umweltprobleme. Ranger aus Nevada hatten für die Blockade wenig Verständnis. Sie fuhren quer durch die Absperrung und verhafteten mehrere der Demonstranten. Die Protestaktion hatte zuvor einen kilometerlangen Stau ausgelöst. Ja, zugeschaltet unser USA-Korrespondent Michael Wöhlenweber aus Washington. Michael, bei uns hier in Deutschland sind die Klimakleber zu bestimmten Zeiten zumindest ja fast schon alltäglich. Spüren wir gerade hier in Berlin, in der Hauptstadt. Aber wie sieht's mit den Klimaklebern in den USA bislang aus und was kommt da jetzt möglicherweise? Also zuerst einmal geht man natürlich in den USA damit nicht zimperlich um. Wir haben es an diesen Bildern gesehen. Es sind ja auch keine Klimakleber, sondern man kann erkennen auf diesem Material ja, dass da Aktivisten sich verbunden hatten. Es sieht aus wie mit einem Seil, mit diesen Materialien, die sie auf der Straße aufgehäuft hatten. Und was interessant ist eigentlich, dass dieses Ranger-Fahrzeug ja ohne zu zögern einfach auftaucht und direkt ohne einmal vielleicht auszusteigen, zu schauen, was ist da eigentlich los, durch die Barriere durchfährt und dann die beiden Polizisten ja mit gezückter Waffe aus dem Wagen springen und dann tatsächlich diese Aktivisten verhaften. Also das muss man mal übersetzen nach Deutschland. Das ging hier in Deutschland natürlich ganz bestimmt nicht so. Aber eins muss man ganz klar sagen, diese Klimaaktivisten, die spielen im Moment in den USA überhaupt keine Rolle. Ich habe versucht heute Morgen, wir haben hier ja erst kurz nach 9, zumindest mal die Frühstücksprogramme, die Nachrichtensender zu scannen, die großen Online-Portale, Nachrichtenportale. Da findet diese Geschichte überhaupt nicht statt. Da spielen andere Geschichten eine Rolle. Immer noch Trump, dann ein Mass-Shooting, wieder in Jacksonville, dann Sturm, Orkan in Florida. Also das sind hier die Themen. Und diese für amerikanische Verhältnisse dann doch recht kleine Aktion, also wird im Prinzip im Moment noch nicht wahrgenommen. Da schauen die Amerikaner anders drauf. Und das sieht man ja dann auch an der Diskussion auf Twitter. Der größte Anteil der Beiträge tatsächlich dort, der jubelt regelrecht über den Tatendrang der Ranger, wie die das gelöst haben. Da wird dann halt mal mit diesem Muskelzeichen, also dicker Arm, gepostet. Und also man begrüßt das größtenteils tatsächlich dann, zumindest in der Twitter-Gemeinde hier in den USA. Wir sehen es auch in den Bildern. Die sind nicht zimperlich, die Ranger. Danke dir, Michael, für deine Eindrücke und Einschätzungen nach Washington. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.